Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist ein Monatsupdate. Der Oktober ist ja jetzt rum. Wir haben heute den 31. Also Happy Halloween. Ich weiß nur leider nicht, ob ich es schaffe, es heute noch hochzuladen. Aber egal, trotzdem. Happy Halloween. ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen auch direkt an. Und zwar mit Kasee. Und da habe ich einmal Wolf Girl and Black Prince Band 4 von Ayuko Hatta. Der hier. Zwar wieder ein sehr, sehr unterhaltsamer Band, sehr lustig, sehr süß und auch spannend. Und ja, die Story gefällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut und immer besser. Und ja, ich bin begeistert von dem Manga, von der Serie, von dem Band, von allem. Dann, ja, ich weiß nicht, wer von euch das Spiel Sweet Amoris kennt. Das ist ja so ein Online-Spiel, so ein Online-Dating-Spiel. Auf jeden Fall ist da ja jetzt hier auch der Manga bei uns endlich rausgekommen. Und den musste ich natürlich holen, da ich dieses Spiel auch spiele. Und zwar wie verrückt, ich liebe es. Mein Liebling ist übrigens Castiel. Ja, der kleine Rocker. Auf jeden Fall, Sweet Amoris Band 1, die geheimnisvolle SMS von Shinnu Miku, Xiang Nu und Migoto Senchu. Da. Der Manga ist ganz interessant gemacht, da es halt auch so ein bisschen darum geht, wie im Spiel auch, welcher Junge ist euer Favorit und ja, am Ende der Episode sollt ihr halt ein Bild von eurem Lieblingsjungen bekommen. Und hier ist es halt auch so gemacht, dass ihr verschiedene Episoden habt und in jeder dieser Episode bekommt ihr drei Antwortmöglichkeiten, das heißt drei verschiedene Stories. Da gibt es dann halt jeweils eine Einzelseite zu. Zu jeder Antwort gibt es eine Einzelseite. Und danach geht die normale Story weiter. Und ganz hinten müsst ihr dann immer eintragen, ob 1, 2 oder 3. Dann gibt es so ein ABC-Modell. Und je nachdem, ob ihr mehr A, B oder C habt, den Jungen habt ihr halt beeindruckt. Und von dem Jungen bekommt ihr ein Foto am Ende vom Manga. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Und auch die Zeichnungen sind gut. Wobei ich finde, dass alle echt gut getroffen sind, bis auf Castiel. Also ich finde, den haben sie ein bisschen nicht so ganz so cool gemacht. Aber mein Gott, er bleibt trotzdem mein Liebling. Oh, Entschuldigung. So, jetzt weiter mit Egmont. Und zwar habe ich da einmal von Saki Aikawa Beast Boyfriend Band 3. Ja, es geht voran in der Liebe. Es geht voran in der Liebe. Und das ist wirklich ein toller Band. Er ist spannend, er ist süß. Er ist ein bisschen zum Weinen, finde ich auch. Ja, und hat ein sehr spannendes Ende. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie es weitergeht in Band 4 und ja, einfach nur ein Top-Manga. Kann ich nur empfehlen. Dann von Ayu Watanabe, Kimi ga Suki, I Love You, Band 3. Das ist der Abschlussband, der hier. Ja, war auf jeden Fall spannend bis zum Ende. Eine gute Story, ja, ein guter Zeichenstil und ja, war auf jeden Fall... ja, war auf jeden Fall nicht schlecht, dass er jetzt mit drei Bänden zu Ende ist, weil, ja, ich glaube, so viel hätte man aus der Story jetzt nicht mehr rausholen können, auch wenn es eigentlich wohl eine gute Story war, aber, ja, ist auf jeden Fall gut, dass er zu Ende ist, obwohl es ein guter Manga ist, wenn ihr versteht, was ich meine. So, dann weiter mit My Little Monster Band 10 von Robiko. Ja, ein sehr, ja, spannender Band, also es passiert jede Menge, auch unvorhersehbare Sachen und ja, auch ein ziemlich offenes Ende jetzt in diesem Band, wo man sagt so, ach, ich will jetzt weiterlesen, obwohl ich ja zwischendurch bei dem Manga so in manchen Bänden schon so gedacht habe, oh, so langsam wird es irgendwie ein bisschen blöd, aber dieser Band hat es wieder rausgeholt und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, und dann machen wir auch schon direkt mit Tokyo Pop weiter und zwar einmal mit Hyokoi, Band 4 von Moe Yukimaru. Oh Mann, tut mir so leid. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Band wieder. Oh, es ist einfach so eine süße Story und sie ist einfach so niedlich und er ist einfach so niedlich und beide zusammen sind noch niedlicher und einfach ein super niedlicher Manga, eine super niedliche Story und ach, einfach Shoujo und Romantik und Liebe und ach, Kitsch pur. Also perfekt. Meine Güte. dann Sommer der Glühwürmchen, Band 3 von Nana Haruta. Und das ist der. Ja, in diesem Band geht's echt richtig, richtig ab. Also hier ist richtig Action dieses Mal. Liebeschaos, Liebeserklärungen und ich weiß nicht was. Einfach nur mega, 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 was da alles passiert. Und ja, echt
ja, viel, was da passiert. Dann QQ Swapper Band 1 von Kyosuke Motomi. Ja, von dem Manga weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ach ja, da ist übrigens eine I Love Shoujo Card wieder mit drin gewesen. Stell doch scharf. Warum stellst du nicht scharf? Blöde Kamera. Will grad nicht. Egal. Auf jeden Fall QQ Swapper Band 1, also eine neue Serie. Etwas crazy, würde ich sagen, die Serie. Etwas merkwürdig, aber irgendwie auch gut. Zeichenstil gefällt mir. Natürlich wieder mit viel Witz und so dabei in der Serie. Ja, ich weiß noch nicht ganz so genau, was ich von der Story an sich halten soll, weil die ist irgendwie ein bisschen, ja, abgedreht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dann ein neuer, beziehungsweise ein weiterer neuer Manga. Und zwar Küsse und Lügen Band 1 von Rina Yagami. Ja, ein ganz, ganz toller erster Band, muss ich sagen. So wie es auf dem Cover ist, hat man was anderes irgendwie am Anfang erwartet. Aber die Story enttäuscht einen auf jeden Fall nicht, also finde ich zumindest. Und die Zeichnung finde ich auch sehr, sehr schön. Die sind sehr romantisch, finde ich. Sehr, sehr Shoujo-mäßig halt. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. Dann Be My Slave, Band 2 von Mika Sakurano. Ja. Be My Slave ist ja so ein bisschen eine abgedrehte Story, würde ich sagen. Ist ein bisschen crazy. Aber irgendwie auch gut auf eine verrückte Art und Weise. Also ich weiß auch nicht. Ist ein bisschen sehr abgedreht, aber irgendwie wirklich auch gut dabei. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dann ein Einzelband. Und zwar Vanilla Seduction von Hiraku Miura. ja, sind halt mehrere Kurzgeschichten. Uff, hier fliegt eine Fliege. Mehrere Kurzgeschichten, ja, an sich ganz niedlich. Ein paar sind ein bisschen abgedreht davon, vor allen Dingen so die letzte. Aber ein schöner Zeichenstil und ja, wie gesagt, sind nicht alle abgedreht, nur die letzte. Dann ein Abschlussband und zwar Mein Prinz vom anderen Stern, Band 2 von Mecha Tanaka. Ja, das ist auch so ein etwas crazy Manga, würde ich sagen. Ist so nicht so typisch Shoujo, sondern so ein bisschen, ja, Fantasy ist ja mit drin und so ein bisschen sehr abgedreht ist der auch schon. Also so ein bisschen abgehoben von der Welt. Ja. ja, aber ein sehr süßer Zeichenstil, eine niedliche Story an sich und ja, ein schöner Abschlussband. Und last but not least, Scary Lessons Band 15 von Imi Ishikawa. Ja, passend zu Halloween kommt das natürlich sehr, sehr gut, so ein paar Gruselgeschichten wieder. Ja, eigentlich müsste man sich heute alle seine Scary Lesson Bände einmal rauskramen und einmal alle durchlesen und dann heute Grusel-Horror-Nacht damit machen. Ja, aber ein sehr, sehr guter Manga mal wieder, ein sehr, sehr guter Band mal wieder, so sollte ich es besser sagen. Und ja, ich bin gespannt, was noch so an Scary Lessons auf uns zukommt. Und das war's auch schon wieder mit meinem Manga-Update und ja, ich habe momentan leider, ja, wie ihr merkt, wahrscheinlich nicht ganz so viel Zeit für Videos gefunden. Das liegt auch daran, dass ich wieder am Cosplay dabei bin, weil es ja jetzt auch nur noch ein Monat bis zur Comic-Con und ja, noch so ein paar andere Sachen momentan. Aber ich gebe mir Mühe, jetzt wieder wöchentlich eins hochzuladen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass es jetzt momentan nicht so geklappt hat. Ja. Aber ich hoffe, ich schaffe das jetzt wieder und dann bis zum nächsten Video.